Alles okay? Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Oh, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu The Last of Us Part 1. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Geht schon direkt gut los. Ja, hier haben wir im letzten Part auch gehört. Und die ganzen Stalker sind auch schon da. Ich werde hier direkt reingeworfen und ich muss erstmal klarkommen. Meine Güte. Noch einer? Tja, wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Frage. Gleich. Naja, genau. Genau an der Stelle haben wir im letzten Part aufgehört. Und haben wir den Shorty hier gefunden und Henry und Sam kennengelernt. Okay, da liegt eine Hand. Und haben uns hier in so einen unterirdischen Kanalisationsbunker, nenne ich es mal, verschanzt bzw. gefunden. Machen wir direkt an der Stelle weiter. Alter, direkt so ein aufreibendes Ding. Am Anfang. Das ist schon krass. Hier war ich ja eigentlich schon. Habe ich ja im letzten Part auch gehört. Und hier hatten wir auch schon durchsucht. Das hat er natürlich leider nicht gespeichert. Ist nicht so schlimm. Machen wir das halt nochmal kurz neu. Was haben wir hier? Den hatte ich, glaube ich, nicht gelesen, ne? Lesen. Hallo Susan, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine großartige Idee waren. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag über nass gespritzt. Wenn du nicht willst, dass sie sie haben, lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung am Rande. Kyle macht schon wieder seine speziellen Hackbraten. Ich. Unterschrieben von ich. Okay. Ja, die haben hier anscheinend eine kleine Gemeinde aufgebaut. Ziemlich cool eigentlich. Hat leider nur nicht wirklich was gebracht. Hier sehen wir auch die Regenfänger. Okay, nice. Das war alles hier in dem Raum. Mehr gibt's nicht. Na gut. Wie sieht's mit dem Herstellen aus? Alles cool. Der muss erstmal wieder reinkommen. Wie es immer so ist. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Story weitergeht. Die Story ist einfach mega geil. Ratten. Bisschen Heilung, gerne, danke. Und Schrott. Sehr gut. Alles gegrabt. Oh, okay. They didn't suffer. Sie mussten nicht leiden. Oh nein. Wir haben die Kinder gespielt, richtig? Oh nein. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir.
Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Geil. Oh Mann. Himmel. Das ist traurig. Eine Machete. Scharfe Nahkampfwaffe verursacht noch mehr Schaden als stumpfe. Aber die andere ist gerade geupgradet. Können wir die auch irgendwie verstärken? Könnten wir. Aber nee. Die hier ist schon verbessert, hat mehr Schläge, macht vielleicht ein bisschen weniger Schaden, aber die ersten zwei sind tödlich. Deswegen nein. Wir behalten erstmal unser Rohr. Wir wollen ja nicht enden wie die armen Kinder hier. Oder die Bewohner. Geh da nicht rein, Ellie. Lass uns weitergehen. Kann ich die Tür zumachen? Nicht. Komm, Ellie. Nicht reingucken, weitergehen. Das willst du nicht sehen. Dass hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Ach du Scheiße. Sam! Oh. Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Dann weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los. Ach du Scheiße. Weg hier rausfinden, ja? Okay. Ja, einfach mal die Kinder getauscht. Wie hieß das damals? Frauentausch? Dann ist das jetzt hier Kindertausch. Oh, was hier alles... Oh, wir werden hier wieder hart kämpfen müssen. Vielleicht sogar gegen einen Bloater. Hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Ich habe gar nichts gesehen. Sam, sag mal, was hast du gesehen? Nicht gut. Oh, das scheint hier auch wieder richtig riesig zu sein, ne? Oh no. Nicht gut. Komm her. Ja.
Hat nicht gereicht. Wie viele denn? Wow, 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 wow. Nein, wechsel doch auf die Pistole. Wo bist du? Oh, Alter, ich krieg so eine Gänsehaut gerade. Ist das eigentlich eine Waffe? Ich weiß es nicht. F. Shit, ey. Noch ein Kinderzimmer oder was? Das gibt's nicht. Scheinen hier ganz schön viele Bewohner gewesen zu sein. Erstmal durchladen. Du warst gut. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Oh, wenn die sowas sagen, das finde ich mal gut, dann weiß ich, Gegner ist erstmal vorbei. Oh Mann, ey. Halt mal kurz Shorty in der Hand. Für den Nahkampf ist das hier, glaube ich, gerade die bessere Wahl. Ey, wie viele, ne? Na ja, gut, war eine große Gemeinschaft anscheinend. Bin jetzt zerfetzt durch die Bombe. Baseballschläger, cool. Aber nein, danke. Ich hab auch viel gemalt. Was? Oh. Wo hast du denn jetzt was Gemaltes gesehen? Ey, wo geht's denn hier überall lang, bitte? Und da sind wir gekommen. Na, die haben sich hier richtig häuslich eingerichtet. Wie viel haben wir denn da gerade? 40. Lauschmodus Distanz. Das wollten wir ja eigentlich noch verbessern, ne? Fertigungszeit, nö. Lauschmodus Distanz, go. Das nächste ist dann 50. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob das eine relativ hohe Distanz ist oder eher nicht so. Sich das gelohnt hat.
hatte ja eigentlich gesagt, wir gehen nicht auf maximale Gesundheit. Aber ich glaube, so langsam sollten wir vielleicht mal ein bisschen Gesundheit leveln. Oder schwanken der Waffe, nachdem wir Lauschmodus Distanz verbessert haben. Da steht's ja in Prozent, genau. Das nächste wäre dann 400%. Oh, schon ordentlich. Alter, hier kannst du dich ja richtig krass verirren. Okay, Schlafraum. Ich wette, es waren viele hier. Leute, meine ich. Sieht so aus. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Die Armen. Achso, da muss ja irgendwas richtig hart schief gegangen sein, dass die so überrannt werden konnten. Und die waren ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, doch relativ gut. Ja, relativ ist das falsche Wort. Sehr gut. Organisiert und vorbereitet. Na gut. Tja, wie ich schon sagte oder schrieb in einem der Videos, Arzt, Sicherheit ist eine Lüge. Die gibt es in so einer Welt, glaube ich, nicht mehr. Jedenfalls nicht zu 100%. Ein Risiko hast du hier immer. Wenn die Menschen nicht mehr in der Nahrungskette ganz oben stehen. Das ist der Wassersammler, ne? Ja, die waren richtig gut organisiert. Richtiges Wasserreservoir haben die hier gebaut. Seht ihr das an? Wie in der Schule? Warum hat es sie erwischt? Nicht jetzt. Wir müssen hier erstmal wieder raus. Genau, warum hat es die erwischt? Das ist hier die Frage. Sam? Sam? Oh, da. Okay. Okay, wir sollen da hoch, ja. Aber ich will mich erstmal komplett hier umgucken. Inni und ich. Our protectors. Inni und ich, unsere Beschützer. Es scheint so, als wenn die vielleicht vom Militär waren, wenn man das jetzt auf der Zeichnung so deuten kann und wenn man sieht, was hier so aufgebaut wurde. Das würde erklären, warum das so gut ist. Kannst du die Leiter runterholen? Ja. Denn dann haben sie definitiv, was Überlebensgeschichten angeht, gute Vorkenntnisse. Ist jetzt alles nur so, was ich mir gerade hier zusammenreime. Aber ich glaube, das liegt sehr nah. So, da waren wir ja gerade, genau. Ich würde sagen, dann haben wir hier alles durchsucht. Der Schlafraum, genau. Ja, das sollte es dann eigentlich gewesen sein. Bestimmt wieder irgendwas übersehen. Na gut, dann helfen wir ihm mal hoch. Mach schon. Okay. Na bitte. Gut gemacht. Ist Ellie. Das Ellie? Na los. Ellie, wo bist du? Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank!
Wir müssen schnell weiter. Durchgang, da drüben. Ach du Scheiße. Schnell, es sind viel zu viele. Ellie, geh weg von der Tür. Weg von der Tür, Ellie. Ja, 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 ich bin da. Sam! Er ist durchgekrochen! Was? Was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Okay, los! Dann mach doch das Wings wieder zu! Ellie, komm! Ellie! Ellie, bleib doch nicht stehen! Alter, Ellie, was machst du denn? Was hier unten noch was? Was looten? Gut, okay. Oh. Okay. Ich glaube, hier sind wir erstmal ein bisschen safe. Auch wenn die Musik gerade noch läuft. Part ist nämlich eigentlich schon zu Ende. Gut, meine lieben Freunde, dann machen wir hier einfach im nächsten Part weiter. Dann sage ich erstmal wieder an dieser Stelle. Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Recht herzlichsten Dank! Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Bist du schon? Na los, Sam! Du bleibst nicht hier drin! Was ist mit dir? Ich komme klar! Komm schon! Los! Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt. Oh Gott. Sehen wir uns im nächsten Part von The Last of Us. Part 1. Oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein. Wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Kommt, na los. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja. Nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Ja. Warnung, Infizierte im Inneren nicht öffnen. Ellie, ey. Gut, alles klar. Jetzt aber wirklich. Vielen Dank. Wunderhübschen Tag euch. Haut da rein. Wir haben es nach draußen geschafft.